Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Match Map mit Vulkanschnecke und Backforest. Moin. 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 Ja, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Woche doch nochmal wieder ein bisschen genauer die Streams der Gegner verfolgen müssen. Mal gucken, was die noch so planen und vorhaben. Denn das Düngerziel bei Holger, das ist uns komplett entgangen. Das haben die sehr gut gemacht. Also abseits der Kameras alles. Keiner hat es gesehen. Plötzlich war das Ziel dicht. Wir glauben, dass alles mit rechten Dingen zuging, aber man weiß ja nie. Wird schon so gewesen sein. Haben wir einfach verschlafen. Selbst schuld. Ansonsten, uns geht es aber finanziell gut. Weiß gar nicht, haben wir ja. Achso, hast du schon wieder zurückgezahlt den Kredit? Jojo. Und das tatsächlich gut haben, was wir da oben haben. Wir sind schuldenfrei als erstes Team. Und haben das meiste, also mit Abstand meiste Land. Von daher, wir haben aber auch noch viel zu tun. Viele Frucht vor uns. Und das muss schon laufen hier. Wir können auch nicht so viel Zeit versuseln, sonst verlieren wir noch weitere Getreideziele oder irgendwelche anderen Geschichten. Ich denke mal, in der Mitte würde ja auch noch mal irgendwann was anderes noch mal wachsen, wo man vielleicht immer noch mal überlegen kann zu kaufen. Ja, Aber falls ich. aktuell Ja, ich würde es aktuell auch würde ich das erstmal. mal noch Nee, kommt warten. Tropikale. Wahrscheinlich nicht. Da. Ja, wohl, ist immer noch nicht komplett abwegig, ne? Um auf Nummer sicher zu gehen. Dem Motto, was man hat, das hat man, das wird auch nicht schlecht, ne? Aber sonst kommt wahrscheinlich gleich wieder der Westen oder irgendwie und macht das als Mission. Ist das Rapsfeld? Ja, das wäre noch der Clou, ne? Hey, was war das jetzt? Betriebskosten Gebäude 23.000. Wie wurde das denn jetzt abgezogen? Das wird doch normalerweise mal mitternachts abgezogen. Wir haben doch gar keinen Kredit. Okay, das ist vielleicht kein. Müsst doch nicht alles bewirtschaften. Der Vorteil ist ja, ihr seid schneller. Ja, es ist. Spielt da wirklich Geschwindigkeit und Arbeit eine Rolle? Problem ist halt, dass manche Früchte einfach jetzt noch so lange wachsen müssen. Ja, genau. Und wenn du dann eins in der Mitte dir greifst, was schon gewachsen ist, ist das. Hä, was ist das denn jetzt? Minus 150.000 Kredit. Aber uns ist nichts abgezogen worden. Das muss eine Nee. Summierung irgendwie sein von den letzten Tagen, die jetzt auf einmal auftaucht oder so. Was ist das hier? Ihr spinnt doch. Aber das ist irgendwie schon sehr, sehr, sehr. So, dann ist noch 36 Minuten, um das Feld fertig zu kriegen. Das wird funktionieren. Also da stehen noch ungefähr 300.000 Euro. Hackschnitzelwert rum. An Bäumen. Immer noch. Ja, aber ich meine, die wären doch nicht schlecht. Da kann man doch immer noch mal was machen, wenn man was braucht, oder? Ja, also gut mähen. Dass man so vor der Nacht ein Feld gemäht kriegt, zumindest, weil das wächst dann ja auch wieder. Das waren die Restballen. So, jetzt muss ich aber eigentlich, ja, das ist die Frage, eigentlich Silageballen da nochmal aufräumen da hinten, ne? Ist das Feld schon erntereif? Ja, da fahr aber lieber mal auf ein anderes Grasfeld und fang da an zu mähen. Macht Nee, ich wahrscheinlich will die mehr Sinn. Ballen von da hinten mal endlich absammeln. Dachte ich mal. Ja, aber wenn wir vor Mitternacht was nicht geerntet kriegen, dann wächst es halt nicht wieder. Ja, aber gut, eine halbe Stunde hätte man noch Zeit, um zumindest das kleine Grasfeld zu mähen, ne? Also Feld 17. Also soll ich mähen, Feld 17 wäre noch, glaube ich, zu schaffen. Andere schaffen wir eh nicht mehr. Ja, es ist eine Zeit- und Arbeitskraftfrage. Also wie war das jetzt? Wie viele Ziele macht jetzt Holger? Elf. Sicher. Elf. Und
Mit Weintrauben 12. Okay. Und wir haben ohne Tritikale. Ja, warte mal, du machst ja gerade schon Tritikale rein, gell? Ja, aber Tritikale ist noch nicht ganz so sicher, weil da können die Mädels ja immer noch, ne? Also das ist das für die. Okay, und davon nicht. Hätten. Wie viel hätten wir mit Tritikale? Wofür haben wir auch Hexe gut fertig machen und so? Ja. Achso, Tritikale habe ich da gar nicht drin bei uns auf der Liste. 14. Ne, 13, 13. Ja, 13, ja, dann reicht's ja. Dann müssen wir gar keine Sonnenblumen machen, oder? Hm, wahrscheinlich nicht. Aber Trauben oder so? Sonnenblumen, ja, ich weiß es nicht dann genau. Dann lieber Sonnenblumen als Trauben. Ja, weil das Problem ist halt, dass das alles so lang wächst. Und, ja. Ja, und die Trauben nicht, oder wie? Die brauchen noch länger, oder nicht? Ich bin kein Freund von Trauben. Ich habe halt noch nie Trauben gemacht, deswegen könnte ich es nicht sagen. Ich habe auch noch nie Trauben gemacht, aber was ich da höre, ist immer, dass es eigentlich sehr aufwendig ist. Krass. Grasfeld häckseln geht ja, glaube ich, nicht, ne? Nee. Da kommt ja denn kein Häckselgut, da kommt ja trotzdem Gras bei rum. Mhm. Wir haben ja schon 400.000 Gras in der Mitte. Ja, das Häckselgut ist kein großes Ding, wir müssen halt jetzt noch die Ballen in die Mitte fahren, dann ist das eigentlich so gut fertig. Fertig. Ist dann immer viel Arbeit. Ja, du musst mal ein Häckselgut fertig werden oder das jetzt einfach erstmal stehen lassen für ein paar Monate. Wenn wir, sagen wir wieder also Langeweile so nach dem Motto und fräsen mal wieder ein paar Bäumchen weg. Oder ist der Preis aber noch so, er ist wahrscheinlich immer noch top, ne? Ist ja immer noch Januar. Ja, ja, nee, die Bäume machen wir jetzt noch fertig. Das ist klar. Schaffst du heute ja gar nicht. Nee, aber beim nächsten Mal halt. Wir haben die ganze Zeit das Großkapital da rumliegen und wir machen die ganze Zeit Kleinvieh. Ich meine, Kleinvieh macht auch Mist. Aber ja. Wahrscheinlich läuft unsere Düngerproduktion voll. Wir müssen Dünger verkaufen. Ja, was soll ich denn nur zuerst machen? Dünger verkaufen oder mähen? Ja, wie viel Flüssigdünger ist da? Wir müssen noch diese einkaufen, bevor gleich gesprüht wird. Der stand eigentlich schon unter dem Ausfüllrohr da. Ja, oder hat den jemand weggefahren? So, kann ich schnell voll machen. Ja. 4000, das reicht doch überhaupt nicht. Ach, das ist doch noch gar nicht voll. 74% ist der Tanker voll. Ja. Will ich noch ein bisschen warten, dann sind vielleicht doch erstmal anfangen. So sehe ich das auch. Oh, eine halbe Stunde Zeit, bis wir das machen müssen. Mein Dieselgut, wenn er also läuft um Mitternacht, ist Diesel leer. Ne? Bis dahin muss man wieder da sein mit dem PKW. Und Wasserdüngerherstellung fehlt dann auch. Ja, ich glaube, dann unterbreche ich mal kurz Hackschnitzelverkauf gleich. Ja. So, welches Feld? Ich mal heute noch was anderes gemacht. Oder was meintet ihr? Ja, wenn man eine halbe Stunde zum Mähen, ich weiß es nicht, also Feld 17 oder 19, was du meinst, was du nach einer halben Stunde schaffst. Beide wird man nicht schaffen, wäre aber schön, wenn man eins und eine. Weder das eine noch das andere, liebe Leute. Also eine halbe Stunde solltest du alle mal schaffen. Echt? Ja, nur mal. Ne? An die 17, da bin ich schneller da. Da sind wir schon kleiner. Geld haben wir jetzt eigentlich. Sozusagen. Ach so, aber der Flüssigdünger ist ja noch gar nicht voll, der Anhänger. Das nee. Hab ich doch schon, da brauchst du nicht, das dauert noch. Wichtiger wäre da hinten auch mal die Ballen wegzusammeln. Ja, die Silageballen, die da liegen, ne? Ja. Aber wir brauchen halt jetzt langsam mal Diesel. Und dann wird es wieder gespult. Ja, also sollte man in den nächsten 20 Minuten oder so. Ende der Folge. Wir schon mal ansetzen, bevor wir nämlich tatsächlich beim nächsten Mal im Spulen sind und es zack wieder macht. Und dann läuft ein Holzfäller leer.
das hilft uns. Man schafft eben nicht alles. 200.000 plus haben wir schon. Also das Feld, was wir noch kaufen müssen, kostet uns 712.000. Geld haben wir ja in Wert schon fast da. Ja, ja genau, die Probleme sind jetzt nicht mehr so sehr finanziell, aber können, also arbeitstechnischer Zeitart. Ja, also immer noch wegen dem Tritikale-Feld überlegen, oder wie? Hat man mal geguckt, wenn du kannst ja reingucken, wie viel das bringt. Das bringt fast 100.000 Liter, ne? Du siehst, das ist in Mission verfügbar, das Feld. Ja. Ich würde sagen, wir machen das jetzt. Wir nehmen jetzt den Kredit wieder auf, kaufen das Rapsfeld, kaufen das Feld in der Mitte und haben es safe. Müssen wir ja nicht ernten morgen oder übermorgen, aber wir haben es und das kann uns keiner mehr wegnehmen. Genau. Und ob wir es danach, wie wir es danach nochmal bewirtschaften, das kann man dann immer nochmal sehen. Aber ich glaube nicht, dass das finanziell jetzt so schlimm ist, weil wir halt das mit... Das Feld gibt es als Million. Um Gottes Willen. Wir haben Dünger. Ja. Das soll nicht so laut sagen. Wir haben Dünger. Wie viel, mit dem, was du jetzt noch am Anpflanzen bist, was fehlt denn dann noch? Ich habe es auch gar nicht ausgerechnet. Tritikale stand nicht in der Liste drin. Welches Feld habe ich zuerst angepflanzt mit Tritikale? Alles 13. Feld 23, oder? Und jetzt sind wir auf Feld 25. Das müssen wir wenden. Feld 21 Tritikale. Auf einen guten Status hinkriegen. Haben wir 170.000 knapp. 170.000 mit dem Mittelfeld und wir haben immer noch 130.000 fehlen überschlagen. Ach nee, 300.000 Tritikale braucht man. Nicht 400.000. 400.000 brauchen wir aber keiner Mais. Ja, also ne, dieses Feld soll uns circa, was ich gerade ansehe, soll circa im besten Falle 120.000 Liter bringen. Mhm. Das Feld, was ich schon angepflanzt habe, bringt uns wahrscheinlich 48.000, also circa 48.000 Liter. Mhm. Beides zusammen. Runden wir mal ab, 160.000. In der Mitte, bei diesem Missionsfeld, soll man wohl liefern 100.000. Man hat über 6.500, also kann man auch mit ca. 100.000 Litern rechnen, die man in der Mitte ernten kann. Also reicht's noch nicht. Wir brauchen dann noch ein kleines Feld mehr, ja. Das ist halt damit mit dem Zeitding so ein Problem eher. Ja, aber das Feld ist fertig, ne? Ja, ja, klar. Aber willst du es dann wieder anpflanzen, oder? Ja, gut. Eigentlich müssten wir dann direkt nochmal das gleiche draufhauen. Dann hätten wir jetzt gar nicht so viel auf der Insel, aber bei uns. Ja, kommt drauf an. Warte mal, das war Feld in der Mitte. Welches Feld war das? 65. 65, oder? Mhm. Ja, erstmal müssen wir halt unser Feld kaufen. Wie ist das? Was schützt sich mit der denn hier mal so ab? Das bringt 106.000. Das ist auch ungefähr die Prognose von dem von der Mission. Wir haben nicht genug Silage bei dem Ziel, um das Ziel zu machen. Das ist ja nochmal lustig, ne? Ist das Silage-Ziel noch offen? Ja, das hat Holger auch so weit vorbereitet wie wir, irgendwie Gras oder so. Dann wird das aber auch nochmal spannend. Ich dachte, das wäre schon zu. Ja, das behält er sich auf, weil er ja auch kalkuliert. Er muss ja auch schuldenfrei sein, so Q6.
Was war denn das erste Ziel, was Holger zugemacht hatte? Das wäre sie lautet Busen. Mist hat er, glaube ich, zuerst zugemacht. Das war Mist, okay. Was ist denn der Livestream-Chat? Haben wir noch Meinung im Livestream-Chat? Würdet ihr das machen? Wir müssten uns wieder verschulden. Aber wir hätten 168.000 Liter Düngerstand jetzt zu verkaufen. Das können wir fast alles verkaufen. 168.000 Liter Dünger. Dünger bringt aktuell bei uns 1.400 pro. Das sind 250.000. Ähnlich viel kriegen wir vom Kompost. Ja, aber 500.000 Kredit würden trotzdem stehen bleiben. Tja, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ja, ich bin jetzt gerade am überlegen, weil wenn wir das Feld dann ernten und dann direkt wieder Tritikale drauf machen, nur zum Teil, wie viel mal so ein halbes Feld oder so, und auf die andere Hälfte können wir dann schon was anderes langwachsendes drauf machen. Hm. Wir brauchen ja eh noch ein ganzes Jahr Ingame-Spielzeit, ne? Und derzeit werden unsere Produktion noch viel Geld abwerfen. Ja, was mir gerade am meisten Sorgen macht, ist halt, wie schnell Holger mit seinen Erdfrüchten fertig ist. Naja, da er heute erst angefangen hat, Schneidwerke für andere Sorten zu kaufen. Dann scheint es aber erntereif zu sein. Naja, das ist wahrscheinlich, hat er es ja auch einfach mit. Ich weiß nicht, hast du mal geguckt auf der Insel? Ich weiß es nicht. Nee. Keine Zeit da rumzugucken, ne? Ich meine, die haben ja auch viel Land. Und die haben ja auch alles im Boden. Also Karotten haben sie, die haben ein bisschen Kartoffel, was, eine Zwiebel. Kartoffeln machen sie, glaube ich, gerade. Nee, ich glaube, er hat das auch so strategisch gemacht, dass er von jedem schon mal eine Frucht hat und dann kann man ihm das schlecht abjagen, ne? Ja. Das hat er sich wahrscheinlich entweder selbst überlegt oder bei uns abgeguckt. Aber, so. Erntereif, da ist noch einiges im Wachstum. Er hat auch gar er hat 55 ist noch erntereif. Oh, was hier los? Dünger ist leer, Mist. Das kommt zeitlich natürlich nicht so cool. Muss auch noch gedüngt werden, ne? Aber. Heute. Ja. Ja, gut, oh. Mit Schummereifen kann man es auch am nächsten Tag noch, ne? Der frisch angepflanzte Hopfen im Norden. Das Gras hier kann noch. Ja, im Süden. Wo muss gedüngt werden? Kann auch am nächsten Tag, glaube ich, noch gemacht werden. Wahrscheinlich der Hopfen, den ich angepflanzt habe am letzten Tag. Ach, da 31 oder was? Mhm. Das kann man also mit Schonungsbereifung kann man das ja auch immer noch beim nächsten Mal machen. Ich kaufe jetzt Diesel ein. Ja, die müssen das natürlich, man schafft ja nie so viel Dünger über eine Woche, ne? Die müssen das echt über längere Zeit vorbereitet haben immer. Wahrscheinlich, naja. Denke ich mir auch. Was noch dünner ist. Aber wie viele Paletten braucht man denn davon? Wie viel Dünger ist denn überhaupt in so einer Palette drin? Da verstehe ich also. Vielleicht die 200 Paletten, die sie dann rübergefahren haben. Kann sein, aber. Weiß ich nicht, ich glaube 2000 wären es 50 Paletten. Ja, wenn die jeden Streamabend einen Anhänger irgendwo zur Seite gekarrt haben und die Paletten geschickt versteckt. Ich meine, hat ja auch keiner spioniert bei denen, ne? Hätte man mal geguckt, hätte man vielleicht auch ein paar Düngerpaletten gesehen. Gut. Achso, dass man direkt auf den Hof geht und guckt, was da rumsteht. Ja,
Ja, hat man früher mal gemacht, aber lange haben wir keine Zeit mehr dafür gehabt, ne? Ja, aber wenn man hier nur am Arbeiten ist und ja, keine Zeit. Moin, wie schaut's aus mit der Zeit bei dir? Ja, ne, irgendwo sollen wir uns gleich mal sammeln, oder? Das wollte ich hören, dann zieh ich mal alle zusammen. Jo. 20 Minuten haben wir, ja. 20 Minuten? 10 Minuten noch. Damit ich das Gras dann noch fertig kriege. Dieses Nein, Alter, mein Ohr tut weh. Was? Ding, 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 ding. Hat Jenny gar nicht aufgetaucht heute? Wollte sie nicht später kommen? Nee. Ja, die hatte heute einen ganz, ganz schweren Tag, ja. Wir haben dann auch mitgekriegt, dass die Viertel vor acht, also eine Viertelstunde bevor sie Feierabend hat, hat sie noch mal ausrichten müssen. Die ist sowas. Wie sieht's hier aus? Hat Gerd auch noch ein bisschen was gemacht? Ne, da sitzt du im Drescher und parkt. Echt? Hm? Ja. Ja, der tut immer weniger. Also ich glaube, ich muss mal mit Holger schnell, aber vielleicht nicht doch zu uns rüberkommt. Ich? Nee, okay. LMA. Da wieder heimlich Düngerpaletten irgendwo verschwinden lassen. Paletten? Nein, ich nicht. Nein. Dann gehen ja unsere anderen Ziele gar nicht mehr auf. Das geht nicht. Was denn? Nix. Hm. Unsere anderen Pläne, die gehen sonst nicht mehr auf, wenn Holger weggeht. Das geht nicht. Also. Ja, weil dann streamst du ja dann super was ja nicht, ne? Haben die anderen Spione auch nichts gesehen eigentlich? Die immer auf Höfen rumlungern, Speedy und hier Gerd? Ja, also ihr arbeitet viel mit Holz. Manche Höfe werden nicht aufgeräumt, weil das ja Chaos ist. Und habt ihr dann im Süden relativ viele Düngerpaletten irgendwo rumstehen sehen? Wie viel geht überhaupt in so eine Düngerpalette? Die haben nicht am Hof gestanden. Nee. Ich hab nur etwas im Lager, glaube ich, aber. Was? Nee, die haben auch nicht im Lager gestanden, sondern auf einer Freifläche gestanden. Dort hat Paletten und keiner hat's gesehen. Das ist ein unterirdische Lager von Achim, oder? Hat einer von irgendeinem Team mal gesehen, dass da irgendwo so ein Rundballen Heu, glaube ich, war das wohl, vermutlich mal irgendwie eine Straße versperrt hatte? Ich habe mal eine Straße zugemacht, weil der am Weg lag, der Ballen. Ja, habe ich gemerkt. Ich dachte so, die Straße ist schön schmal, da kommt er einfach nicht dran vorbei. Der liegt jetzt als Deko nebendran an der Kreuzung. Immer noch. Ja gut, dann schmeiß ich den nächstes Mal bei mir auf den Anhänger und nehme ihn mit. So. Aber ja, einer muss mich gesehen haben, wo ich das Saatgut, wo ich den Dünger rübergefahren habe. Gar nicht. Mhm. Kurz vor unserer Brücke kam er mir entgegen. Ich weiß. Das ich habe immer nur einen LKW gesehen, aber im LKW habt ihr es ja nicht rübergefahren, ne? Doch. Mit Palette, ne? Ja. Nee. Nee, das war Auflieger. Kipp-Auflieger, also von Krone, glaube ich. Nee, nicht Krone, wie heißt er hier? Flieger. Ja, genau. Genau, auf Palette. Nee, nicht Palette. Nein, Schüttgut. Schüttgut. Schau, hier Säcke. Die Paletten so geoutsourced, gelagert. Ach so, und dann Schüttgut in Hinger. Macht Sinn. Ich bin im Stream einmal voll vorbeigefahren in der Fläche, wo wir sie gelagert haben. Hat aber zum Glück keiner gemerkt. Also ist so drei, vier Wochen her. Da hat man sich noch nicht gewundert. Ja, die hast du bestimmt unten eingebuddelt. Also hast bestimmt so ein See gehabt, hast das da unten reingeschmissen und erstmal zugehakt. Nein. Aber welche Getreidefrüchte macht ihr denn noch? Oder gebt euch nachher mit 11 zufrieden? Mal gucken. Das war so überall. Kriegsgeheimnis. Tritikale machen wir und Raps und Mais. Aber Pläne liegen noch in der Schublade. Keine Angst. Oh. Lavendel. Karotten ist für Holger, das wissen wir schon. Unser Drescher wird gebaut noch. Kaputt gegangen? Oder der zweite? Wir haben noch keinen. Ja, wir sind am Haaren, ob man jetzt echt in der Mitte noch Land kaufen sollte oder nicht. Ich weiß nämlich, als wir im 19er Match gemacht haben und Holger nachher in der Mitte Land gekauft hat, das war nachher so ein bisschen das Niederlagending. Und ja, ich weiß nicht. Hast du ein Problem mit dem Bearbeiten? Ja, das ist jetzt ja schon schwierig, das schaffen wir jetzt ja schon nicht. Ich hab's ja auch gemerkt mit der Hackschnitzel, da kommst du fast nicht hinterher, aber
Wir könnten noch richtig was verkaufen, plus es macht ja keiner. Wir macht auch. Einfach keiner. Wir haben 500.000 rumliegen, die wir nicht schaffen zu verkaufen. Ja. Eine Düngerproduktion ist fast vollgelaufen, die müssen wir, ne? So weit ist es schon. Und bei Kompost unseren Bäumen da. Ist die Hälfte, geht noch. Und wir sind schuldenfrei. Naja, ich meine, wenn ihr zu viel Dünger habt, also ich meine, ich komme mit dem Auflieger vorbei und kaufe für 1 Euro den Auflieger voll ab. Ich glaube, so weit seid ihr zumindest noch nicht. Aber klar, das mit dem Dünger, das wurmt einen so ein bisschen, weil es einfach selber schuld war. Total dämlich. Wir hätten 150.000 Dünger liegen, hätten das Ziel 10-mal zumachen können, haben sie aber immer nicht gedacht, dass tatsächlich da... Wir wollten es ja vorher Woche schon mal zumachen. Ja, vorletzte und so, aber dann hier, ne? Haben wir schon einen Schreck gekriegt, dass ihr ernst meint. Aha, nö. Durfte es nicht machen, weil wir keine Zeit hatten, ne? Wir hatten einfach nicht, dass man sagt, oh, jetzt haben wir mal schnell mal 10 Minuten Langeweile, lass uns das mal machen. Du denkst immer, Feldarbeit ist erstmal wichtiger, ne? Aber... Gut, Pustekuchen. Ja, und was habe ich bei mir im Stream reingeschrieben? Wo erscheint die nächste goldene Kuh? Ja. Ja. Habe ich ja schon geahnt, dass da irgendwas kommen sollte. Sind jetzt 2. 7 sind vergeben. Und dann auch noch 2. 7 Stück. Ja. Ja, 7, ja. War auch sehr kurz entschlossen, dass ich das Ziel heute schon mache. Ja, musste dann. Eine ganze Zeit hin und her überlegt. Ja. War vielleicht eine gute Idee, sonst hätten wir es vielleicht doch irgendwann zugemacht. Ja, weil nächstes Mal nach der nächsten Brückenöffnung hätten wir es nämlich auch gemacht. Das habe ich mir auch gedacht, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, ja, aber gut, schöner Move und bringt auf jeden Fall nochmal Spannung rein. Man muss wieder genauer rechnen und man muss dann doch noch halt noch wahrscheinlich das ein oder andere Getreideziel mehr in Angriff nehmen als vorher gedacht. Aber gut, war schön. Naja, vor allen Dingen, Gerd war kurz weg, wollte nur kurz die Brückengebühr bezahlen, kommt nicht wieder. Und Salah sah auch nicht, sagt, der macht irgendwelche Schwarzgeschäfte so. Und auf einmal kommen 20.000 Euro rüber. Wie? Was geht hier? Was? Gerd. Der macht Geschäfte ohne uns. Gerd ist geschmiert. Ja. Na toll, jetzt ist es ausgeflogen. So, sollen wir eigentlich nochmal schnacken, wie ist eigentlich hier, seid ihr unterwegs nächstes Osterwochenende? Also Team Holger und mein Team, wir wären eigentlich nächste Woche da, Samstag, zwischen... Ich weiß auch nicht. Also ich bin da. Ich hab von Donnerstagabend bis Montagmorgen frei. Bei mir kommt es darauf an, ob ich diese Woche noch krank geschrieben bin. Ach so, ich dachte, ihr haltet bloß am Freitag. Was denn? Wir? Ja, so hatte ich das verstanden, Benjamin, dass du bloß Freitagabend nicht kannst. Nee, ich bin dann alle 3 Tage, 2-mal Nachtwache, 1-mal abbrennen. So. Deswegen habe ich ja gesagt, vielleicht können wir ja Sonntag dann was machen. Abends. Weil Montag ja frei ist. Ja, aber wir kriegen also 2er-Teams, kriegen wir ja immer zusammen dann sozusagen. Das wird man hinkriegen, klar. Da dürfen wir auch die Zeit nicht auf 5 machen. Nee. Genau. Dann schaffst du gar nichts. Ne? Ich weiß noch nicht, ob ich da bin. Ja, und ich glaube, dann ist mal Feierabend, oder? Also ich bin nächste Woche definitiv nicht da. Ich bin da, ich habe Urlaub. Ja, ich verpfeife mich ins Allgäu zum Wandern. Okay. Ohne Variante. Bisschen Kopf frei kriegen beim Wandern. So der Gedanke, ja. Ups. Ja, also wir halten erstmal samstags fest, denn denke, dass wir dann irgendwie auf jeden Fall 2er-Teams zusammenkriegen werden oder mit Helfern in 3er- und so weiter Teams. Ja, Alex ist schon ewig nicht dabei gewesen, jetzt muss ich schreiben. Ich auch nicht. Ja, die müssen arbeiten permanent. Ja. Ja. Ob es das abends ist, bin ich natürlich in der Branche. Arbeiten. Ja. So, ja, wie halbe Stunde. Dass der Speedy nächstes Mal nämlich sagen kann, der Hof West ist nicht aufgeräumt, habe ich jetzt 10 Minuten, weil ich nichts anderes zu tun hatte, den Hof aufgeräumt. Ja, Ich konnte ja leider nichts machen, weil Drescher war voll, Abfahrer stand falsch, ich konnte nichts machen. Ich dachte, naja, dann guck doch mal die Höfe an. Und dann läufst du über den zweiten Hof oder ich dachte, ne, das lasse ich nicht auf mich sitzen. Ich müsste dich aber jetzt von Speedy bezahlen lassen, ne? Fürs Aufräumen. Bloß noch nicht alles verraten. Gibt's doch wieder Hochbewertung. Machen wir wieder Hochbewertung. Nein, war nur Spaß. Alles gut. Bei uns steht alles, fast alles gut, oder? Ja. Wir können das ja auch gärtnern. Ne? Hm. Ihr habt ja genug Platz am Hof, oder was heißt das? Ja, die Zeit. Hof. Ja, das war heute. Also ansonsten die letzten 3, 4, 5 Male waren wir nur am Rocken. Also wie oft ich Gerd hier bei uns auf dem Hof sehe,
Oder sonst irgendwo. Eigentlich fast jede Nacht. Also. Ja, ihr seid auch immer noch fleißig mit Missionen zugange. Aber ihr habt auch ein Feld heute dazu gekriegt, glaube ich, oder? Das Grasfeld, oder hattet ihr das letztes Mal schon? Ja. Ne, die haben wir heute, der 35. Wo wir ja überrascht noch mal 100.000 Euro gekriegt haben, so. Ja, die Finanzspritze im Januar, ne? Ja. Gut, die habe ich gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt. Aber gut. Gib zurück. Ja, dann kommen wir zum Ende, wa? Von heute. Mit Überraschungen, ein überraschender Abend auf jeden Fall. Aber es bleibt spannend. Es wird wieder spannender vielleicht, wie auch immer. Danke fürs Reinschalten, ich behaupten. Wahrscheinlich, wie gesagt, in einer Woche geht es dann weiter. Mal gucken, welches Ziel dann heimlich zugemacht wird. Vielen Dank. Nicht heimlich. Heimlich, genau. Ein bisschen Silage vielleicht noch. Mal gucken, wie viel wir haben. So, bis dahin. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.